Kennst du das Märchen von Dornröschen? Das prächtige Schloss wurde komplett von Rosen umwachsen und nur der klügste und stärkste Prinz konnte zum schlafenden Dornröschen gelangen. Um eine Rose und einen langen Zeitraum geht es auch am nächsten Ort, zu dem wir reisen. Wir fahren nach Hildesheim und die Rose kannst du dir ansehen. Sie rankt um die Außenwand des Hildesheimer Doms. Im Jahre 815 nach Christus soll sich in Hildesheim Unglaubliches ereignet haben. Kaiser Ludwig der Fromme soll in Hildesheim jagen gewesen sein. Während er eine Pause eingelegt hatte, ließ er im Wald einen Gottesdienst abhalten. Sein mitgeführtes Marienreliquiar hängt er an den Ast einer Wildrose. Ein Reliquiar ist ein Behälter, in dem eine Reliquie aufbewahrt wird. Und Reliquien sind Gegenstände von Heiligen wie Haare, Knochen oder Kleidungsstücke, die verehrt werden. Kaiser Ludwig der Fromme führte also Überreste der heiligen Maria mit. Nachdem die Messe beendet war, versuchte Kaiser Ludwig der Fromme, das Reliquiar vom Ast zu lösen. Aber es war schon mit dem Rosenast verwachsen. Deshalb beschloss der Kaiser, dort eine riesige Kirche zu bauen, den Hildesheimer Dom. Dieser wurde der heiligen Maria geweiht. Wissenschaftler haben tatsächlich herausgefunden, dass die Hildesheimer Rose nachweisbar 400 Jahre alt ist. Sie ist damit die älteste Rose der Welt. Aber vielleicht steckt in der Legende ja auch ein Fünkchen Wahrheit. So würde die Rose seit über 1000 Jahren wachsen und blühen. Nur 10 Minuten zu Fuß erreichst du eine andere tolle Kirche, die Kirche St. Michael. 1015 Jahre nach Christus wurde die Kirche geweiht. Die Besonderheit der Kirche ist die Verwendung von Quadraten, Rechtecken und Halbkreisen. Deshalb wurde sie ein Vorbild für viele andere Kirchen. Mit diesen Bauelementen sieht sie fast aus wie eine Kirche aus Legosteinen. Im Grundriss kannst du die Quadrate, Rechtecke und Halbkreise zählen.